herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie hier sind an unserem Berlin-Stand und vor allem gerade rechtzeitig zu dem ersten Panel hier auf der Bühne. Kommen Sie ruhig ran, egal ob von draußen oder von drinnen. Nehmen Sie einen Platz, das wird kurz und prägnant, aber vor allem inhaltsstark. 30 Minuten sind wir hier, also genug Zeit, um den Kaffee auszutrinken und uns zu lauschen. Nehmen Sie gerne Platz. Ja, die meisten alten Industriegebäude haben eine bemerkenswerte Vergangenheit und tragen zum kulturellen Erbe der Städte bei. Sie haben eine Architektur, die mit großzügigen Räumen Platz für kreative Entwicklungsspielräume bietet und sie sind Orte der Identifikation. Nicht selten auch Teil von urbanen Revitalisierungsprozessen. Ja, und in Berlin, da können wir zum Glück auf viele solcher Entwicklungen zurückblicken, als Teil des kreativen Spirits der Stadt. Zum Thema auf Tradition bauen, die Entwicklung alter Industriegebäude, darf ich auf diesem Panel heute begrüßen unsere Berliner Senatsbaudirektorin, renommierte Architektin und Stadtplanerin, Frau Professor Karlfeld, Herrn Christoph Gröner, Immobilienunternehmer, Gröner und Vorstand der Gröner Group AG sowie Gründer der CG Elementum und ja, sehr erfahren in der Revitalisierung alter Industriegebäude und heute zum Projekt Daimlerstraße da. Und Herrn Robert Spreitzer, Vorstand der DAG, der Deutschen Immobilienentwicklungs AG mit Sitz in Berlin. Und DAG hat sich auf die Entwicklung und Verwaltung von Immobilienprojekten spezialisiert und hat schon viele Projekte in Berlin realisiert und aktuell tätig am Berliner Behrensufer. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christine Noack, ich bin Stadtplanerin und Moderatorin aus Berlin und ich darf Sie die nächsten Tage hier auf dieser Bühne begleiten und freue mich sehr, viele spannende Themen mit Ihnen gemeinsam zu besprechen. Bei der Entwicklung oder vielmehr der Weiterentwicklung alter Industriegebäude spielen historische, kulturelle, wirtschaftliche oder ökologische Aspekte eine Rolle. Und in Städten wie Berlin, wo historische Strukturen häufig umgewandelt werden, spielt die Umbaukultur eine wichtige Rolle bei der Bewahrung des Stadtbildes und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Sie trägt dazu bei, die einzigartige Atmosphäre eines Ortes zu erhalten, während gleichzeitig neue Möglichkeiten für Wohnen, Arbeiten oder Freizeit geschaffen werden. Umbaukultur beinhaltet oft kreative Ansätze zur Wiedernutzung und Neugestaltung von Gebäuden, wobei historische Elemente mit modernen Designs und Funktionen kombiniert werden. Frau Karlfeld, warum ist das Konzept der Umbaukultur für eine Stadt wie Berlin von so hoher Bedeutung? Ja, vielen Dank, Frau Noack. Diese Umbaukultur, wenn man heute darüber spricht, geht ganz schnell dieses Gespräch so in diese ökologische Richtung. Ja, man sprach erst von grauer Energie, heute spricht man von goldener Energie, also alles das Material, was schon mal aufgewendet wurde, was dann 120 Jahre genutzt wird, Best-Case-Szenario, und dann auch noch gestaltend und gestaltet ein zweites Leben zu bekommen. Sie haben den Themenkomplex ja eben sehr, sehr gut angerissen. Wenn ich an das Umbauen spreche, dann sind es natürlich ökonomische und ökologische Aspekte, die da auch mitspielen. Ich finde aber, dass besonders die Möglichkeiten, die diese Gebäude, die mal für einen ganz anderen Zweck entworfen wurden, ja, das waren Werkzeuge und sind jetzt mit diesem Umbau Spielzeuge. Das heißt, dieses Repertoire an Räumen, an Kathedralen, ich denke jetzt gerade ans Heizkraftwerk in Mitte, diese Architekturen, die rein für technische Bausteine mal geschaffen wurden, auf einmal irrsinnige Raumpotenziale bieten, was eben Neubauten nicht tun. Und das tun Neubauten nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie diesen, sagen wir mal, Werkzeug-Spielzeug-Aspekt noch nicht in ihrem Körper haben. Wir haben sehr viele im Architekturbüro haben wir umgenutzt, und es war dieses
unfordistische, ja, keine Ahnung, wofür dieser Raum hier mal gedacht war, kann man ja nicht immer gleich vermitteln, aber dieser Raum ist geil oder der ist ganz, ganz klein oder große Räume, kleine Räume, also irgendwas, was man so aus einem Effizienzgedanken heraus nicht bauen würde. Und dann ist es ja das Interessante, es ist nicht das Innenleben, was irgendwie technisches Denkmal, oder es sind die Gebäude, was aber wiederum voraussetzt, dass erstklassige Architektinnen und Architekten diese Industriegebäude gebaut haben, geplant haben, wirklich gut nachhaltig realisiert haben, gut unterhalten haben, und so kommen sie wie ein Geschenk zu uns. Und wir können dann, wir sind aufgefordert, mit unserer Kreativität diese Räume zu lesen und ihnen ein zweites, drittes, viertes Leben, ja, zu schenken. Deswegen ist das so wichtig. Ja, und Sie sagten, also graue Energie, goldene Energie heute, damit auch helle Leuchtturmprojekte. Vielleicht gibt es denn aus Ihrer Sicht ganz besondere identitätsstiftende und stadtbildprägende Objekte, die Sie da benennen würden in Berlin? Das Behrensufer, sagt man. Das Behrensufer ist natürlich ein ganz besonderes Ufer, weil es mit Peter Behrens verbunden ist, der ja ein wirklich namhafter Industriearchitekt auch war, AEG und so weiter. Also wenn ich mal so ganz unbescheiden sein darf, das ganze bauliche Erbe der BEWAG, der Berliner Elektrizitäts AG, Walter Rathenau und so weiter, jedes einzelne Umspannwerk, Umformwerk, 6kV-Stützpunkt, Kraftwerk, sie stehen alle unter Denkmalschutz. Und das Einzige, was dieser Hans-Heinrich Müller, als damals der BEWAG-Architekt, an die Hand gekriegt hat, war 5 Anlagenteile davon, umspannen, ja, also spannen, also der Strom wird ja irgendwo produziert und dann wird er praktisch runtergespannt, bis er dann eben als Gleichstrom bei der Straßenbahn endet oder als Wechselstrom in den Steckdosen oder bei großen Abnehmern. Das war eine ganz Technik, dem hat man nur gesagt, so viel Anlagenteile dafür und machst du 5 Trafokammern dazu und dann dies noch, und dann kamen die spektakulärsten Industriebauten heraus, die heute wirklich im Stadtbild auffallend sind. Und die sind ja jetzt dann auch, weil sie betriebsintern natürlich nicht mehr genutzt wurden, von der BEWAG erst und dann von Vattenfall, die sind ja alle umgenutzt worden. Und das Beste fand ich, als man darüber nachgedacht hat, es war damals, glaube ich, Bundespräsident, wie hieß er? Ein Bundespräsident sollte ausziehen, weil eben das Schloss Bellevue renoviert werden musste. Rau, hieß er Rau. Und dann hat die FAZ dann geschrieben, wo soll Rau hinziehen? Soll er ins Schloss Charlottenburg ziehen oder soll er dahin ziehen oder dorthin ziehen? Nein, der Bundespräsident muss in ein BEWAG-Großabspannwerk ziehen, weil das die Aufgaben auch sind und wie unsere Gesellschaft sich auch aufstellt, im Grunde in der Wertebeimessung. Ja, unser Präsident in ein umgebautes Kraftwerk oder 6kV-Stützpunkt oder irgend sowas. Und das fand ich richtig gut, weil dann sieht man auch den Quantensprung auch der Generationen. Die Generationen vor uns haben wirklich mehr abgerissen, als wir es heute tun, weil wir dieser Sache einfach einen Wert beimessen. Und zwar nicht nur wegen der Energie, die da drin gebunden ist, sondern die Potenziale, die man freisetzen kann in Kreativität, in Gestaltung, in alles Mögliche mit diesen Gebäuden, wie sie uns erhalten geblieben sind als unsere Zeitzeugen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das können wir jetzt wunderbar ergänzen durch die beiden Beiträge von Ihnen, Herrn Gröner und Herr Spreitzer. Herr Gröner, Sie haben uns ein Projektbeispiel mitgebracht aus der Berliner Daimlerstraße und ich freue mich, Ihnen das Wort zu übergeben und bin gespannt auf Ihren Beitrag dazu. Ja, erstmal guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Vielleicht stelle ich mich an der Stelle vor. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wir sind ein langjähriges, in Leipzig tätiges Unternehmen gewesen, das erst 2010 nach Berlin gekommen ist. Auch in Berlin haben wir wie in Leipzig nahezu nur Altbauten saniert. In Leipzig haben wir über 10.000 Wohnungen in Gründerzeithäusern oder in eben ehemaligen Industriebauten realisiert. In Berlin haben wir mal die Feuerlandhöfe, der ein oder andere Architekt kennt das noch, zur Wohnung umgebaut und vor allen Dingen die Lichtenberger Lofts, die direkt hinter dem Rathaus von Lichtenberg sind, mehrere zigtausend Quadratmeter saniert. Das war zu einer Zeit, wo man noch 2009 oder 2010 für verrückt
gehalten wurde, wenn man in Berlin investiert hat. Das war eine sehr schöne Zeit, weil wir haben sozusagen das unentdeckte Berlin für uns entdeckt als Projektentwickler. Und das Gebäude, das ich Ihnen heute vorstelle, ist eigentlich jetzt nicht besprechenswert, sondern ich möchte viel mehr auf die vorige Rednerin eingehen, denn wir müssen uns ja darüber unterhalten, was heute wichtig und richtig ist und was sozusagen uns antreibt. Ja, das Revitalisieren von solchen Gebäuden, wie wir es hier hinter uns sehen, wie die Daimlerstraße, sind wichtige Aspekte und es macht ja Sinn, solche Projekte wieder eine Zukunft zu geben, aber nein, es ist in der Regel nicht wirtschaftlich, es hat ökologisch Sinn, Stiftendes. Es ist nämlich so, dass wir heute in Deutschland 33% unseres CO2-Ausstoßes über die Immobilie sozusagen emittieren und davon ist ungefähr nochmal ein Drittel beim Bau einer Immobilie. So 65% tun wir bei der Bewirtschaftung über 50 Jahre verbrauchen und 35% beim Bauen. Und schon deswegen ist es sehr interessant, alte Gebäude zu überlegen und zu schauen, ob wir die nicht in die Zukunft tragen können, weil wir damit in der Regel die Hälfte von den 35% bei der Gestehung einsparen können. Wir brauchen trotzdem neue Fenster, wir brauchen trotzdem neuen Estrich, wir brauchen trotzdem neue Fassadendämmung, wir brauchen trotzdem neue Dächerdämmung und so weiter. Aber so ungefähr die Hälfte von dem CO2-Ausstoß kann man tatsächlich bei einem Gebäude, das wie hier zu sanieren ist, sparen. Was Sie nicht können, ist Geld sparen. Wer auch immer mit mir gerne in Wettbewerb treten könnte. Ich glaube, ich bin der Mann, der das meiste Geld mit Altbauten verloren hat im Leben. Und deswegen habe ich die besondere Erfahrung, mit Ihnen gerne darüber zu streiten. Sie können einen Altbau in der Regel nicht günstiger sanieren, als Sie einen Neubau erstellen könnten. Sie können also maximal ein bisschen CO2 sparen. Aber Sie können natürlich eines machen. Sie können dieser Stadt herrliche Denkmäler, wie jetzt hier auch die Daimlerstraße, erhalten. Und wenn man es richtig macht, dann können Sie in vielen Fällen auch entsprechend verdichten, dass Sie sagen, okay, Sie tun irgendwelche Anbauten, abreißen und dann später mit Neubauten ergänzen, mit Büroeinheiten oder mit Lager, Logistik oder Ähnliches. Was Sie in solchen Fällen wie hier nicht machen können, wenn Sie weiter drücken, dann ist es so, dass Sie da natürlich keinen Wohnraum draus machen können, weil Sie es von der Emission nicht machen können, herannahende Produktion oder Ähnliches würde unmöglich gemacht. Das heißt, in solchen Flächen, wie wir sie hier vorfinden, bleiben sie im Gewerblichen und müssen sich auch daran halten. Und trotzdem gehört es irgendwie zu einer Stadt, aus meiner Sicht, eben irgendwie auch die Vergangenheit zu konservieren. Man muss nur gut unterscheiden, ist wirklich alles erhaltenswert? Und wir müssen auch immer die Überlegung anstellen, ein Denkmal ist jetzt erstmal ein Denkmal und schützenswert. Aber kann es das, was wir heute brauchen an Wohnraum, an eben Gewerbetätigkeit oder Ähnliches, auch wirklich realisieren? Und leider ist da manchmal die Haltung von den Denkmalämtern zu stur und führt dazu, dass wir dann ganz schwierige Kompromisse eingehen müssen, die uns in der Wirtschaftlichkeit behindern oder manches Mal sogar einen gerechtfertigten Abriss nicht möglich machen. Und wenn wir mal die Dimension Stadt Berlin genau betrachten, dann können wir uns das vielfach nicht leisten, weil wir brauchen Wohnraum, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, wir brauchen Flächen und wir brauchen natürlich Verdichtung, ohne dass wir im Ergebnis noch mehr sozusagen versiegeln. Das geht alles, das ist ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau, aber das hat mit Revitalisierung von Wohnraum zu tun, das hat mit der Angliederung von Neubauten zu tun und das würde aber eine neue politische Dimension bedeuten, weil man müsste mal Berlin groß denken. Das tun wir aber nicht. Wir überlegen nicht mal, einen Straßenzug vielleicht komplett anzugehen oder überhaupt einen B-Plan. Wird in den seltensten Fällen von der Kommune vorangebracht. Normalerweise wäre die Kommune aber verpflichtet, einen B-Plan zu organisieren. Das heißt, eine Vision für die Stadt in Teilen oder im Ganzen zu entwickeln. Und das ist manchmal schade, dass wir das nicht haben. Das hat jetzt mit der Politik, die heute nicht da ist, nichts zu tun, sondern es sind Versäumnisse aus den letzten 20, 30, 40 Jahren. Die ältesten, die jüngsten B-Pläne, die ich kenne, sind von 1967 oder von 1975. Und darunter leiden dann auch solche Gebäude, weil die nicht gedacht werden, wie könnten die denn in eine Zukunft getragen werden. Und das ist ganz entscheidend. Und deswegen bin ich so als Projektentwickler manchmal sehr frustriert darüber, dass man hinkommt und dann sozusagen alleingelassen mit dem Projekt vor allen Dingen viele Restriktionen hat.
aber vor allen Dingen auch keine Unterstützung in der nach vorne Entwicklung hat, weil es keine Gedanken für diese Stadtentwicklung, für diesen Bereich gab. Ich sage Ihnen ganz offen, dieses Gebäude sollte zu einem Hotel umfunktioniert werden. Da haben wir zig Anläufe gemacht, keine Genehmigung bekommen. Jetzt wird es für die nächsten 10 Jahre ein Asylantenheim. Tut mir leid, ist eben so, ist aber wirtschaftlich tragbar. Wenn ich eben keine Genehmigung bekomme, dann weiche ich eben aus. Und das sind so die Dinge, die wir neu überlegen müssen, wenn wir über Stadtentwicklung in Berlin sprechen, wenn wir mit der Politik in Kontakt kommen, müssen wir eben deutlich machen, Berlin kann mehr, Berlin muss mehr, diese Stadt muss neu gedacht werden. Viele Ansätze, viele Anläufe sind gemacht worden. Und das würde genau diesen Gebäudetypen eben auch helfen, weil die dann von vornherein als integraler Bestandteil einer Stadtentwicklung mitgedacht werden könnten. Und so entstehen die mehr oder weniger mal zufällig. Und das ist sehr schade für die Gebäude. Und das, finde ich, muss einfach mal gesagt werden. Dankeschön, Herr Gröner. Herr Spreitzer, Sie haben gerade die Worte von Herrn Gröner gehört, auch die Benefits, die er genannt hat zur Umbaukultur, also die Energieersparnis zum einen, das Konservieren der Vergangenheit, vielleicht die fehlende Vision für die Gesamtstadt. Teilen Sie denn die Eindrücke von Herrn Gröner und können Sie das in Ihrem Projekt in der Behrensstraße entsprechend verknüpfen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich teile die Auffassung, zumindest zum großen Teil. Ich glaube, wir haben hinten angefangen. Wir müssten mal noch ganz nach vorne vielleicht. Ja, genau, das können wir auch so lassen. Dann muss ich auch nicht umschalten. Nee, super, das kriegen wir so hin. Ja, also ich teile die Auffassung. Nicht jedes Bestandsgebäude ist erhaltenswürdig. Das ist sicherlich ein Thema. Bei uns sieht man ja, wir haben ungefähr 30% denkmalgeschützten Bestand, der Rest ist Neubau. Und man muss ehrlicherweise sagen, die denkmalgeschützten Gebäude, die Sanierung, das ist eine Art Quersubventionierung durch die Neubauten. Also in so einem Quartier funktioniert es sehr gut. Aber ich möchte vielleicht über die Inspiration sprechen, die uns diese Gebäude gegeben haben. Weil gerade bei uns, man sieht es hier vorne, der Peter-Behrens-Bau. 1917 wurden dort die ersten Elektroautos gebaut. Das heißt, das war seinerzeit schon ein Zukunftsstandort und das hat uns inspiriert, dieses Quartier so zu entwickeln, wie wir es entwickeln. Als eines der nachhaltigsten Quartiere der Welt mit autarker Energieversorgung. Man nannte das ja auch mal Elektropolis, diesen ganzen Industriegürtel. Und das machen wir dort auch wieder. Das heißt, die Visionen von damals tragen wir wieder in die Zukunft und wir haben uns auch, was die Nutzung angeht, davon inspirieren lassen. Der Peter-Behrens-Bau ist eine gestapelte Fabrik. Dort wurden Autos produziert. Er zeichnet sich dadurch aus, die Decken haben sehr, sehr hohe Traglasten. Und wir haben uns gedacht, wir bringen auch die Nutzung von damals wieder in den Peter-Behrens-Bau und auch in die umliegenden Gebäude. Das heißt, das ist kein Bürostandort, sondern wir haben dort Life Science, Labore, Tech, Hightech. Aktuell wird der Peter-Behrens-Bau von uns schon saniert für ASML, unseren Kernmieter. Und eigentlich das, was früher dort mal geschehen ist, haben wir wieder in diese Hallen, in die Produktionshallen gebracht, nur natürlich auf eine neue Zukunftsebene. Und deswegen ist natürlich neben diesen Themen, wie kann ich so ein Denkmal sanieren, weil dort stoße ich vor allem bei der energetischen Sanierung oft auf Grenzen. Ja? Ich spare auf der einen Seite CO2 ein, kann aber natürlich die Gebäude teilweise nicht so ertüchtigen, dass sie heutigen Standards Genüge tragen. Aber wie gesagt, gleichwohl haben sie eine hohe Bedeutung für uns. Sie sind identitätsstiftend, gerade für unsere Entwicklung. Und das muss man auch mal hervorheben. Und sie haben eine große Auswirkung auch auf den Städtebau dort, weil sie geben bestimmte Strukturen vor, die wir übernehmen. Und auch was die Architektur der anderen Gebäude angeht, haben sie natürlich eine Ausstrahlungswirkung. Und das ist natürlich für uns sehr vorteilhaft, obwohl, wie gesagt, die Sanierung als solche nicht mit dem Neubau vergleichbar ist und auch in der Regel viel teurer. Dankeschön. Vielleicht können Sie ja auch beide oder alle drei wahrscheinlich von ganz besonderen praktischen Herausforderungen berichten, die so die Entwicklung solch vorhandener Strukturen mit sich bringen. Haben Sie da vielleicht einen besonderen Fund gemacht oder eine besondere Planungsänderung in Zeiten der Entwicklung der Projekte? Ich könnte ja mal anfangen, was weniger diese Industriegebäude betrifft. Nee, wir fangen mal anders an, im anderen Maßstab nochmal. Diese sogenannten Brownfields, also da, wo Industrie oder Infrastruktur
Infrastrukturgebäude standen, großflächig, ob das Bahn ist, ob das Vattenfall mit Strom ist oder wie hier produzierendes Gewerbe an der Wilhelminenhofstraße. Diese Brownfields sind ja relativ schnell, sage ich jetzt mal, in diese Nachnutzungsszenarien gekommen. Einfach weil über die Geschichte natürlich dieses Ortes und die Ausdrucksstärke oder was auch immer der Gebäude selber, ja, als Werkzeuge, die Menschen da auch relativ schnell von begeistert waren. Aber diese Brownfields gibt es ja auch nicht mehr. Aber in den Brownfields hat man genauso diese Schadstoffkontaminierung natürlich wie in den Gebäuden auch. Jetzt weniger in Gebäuden, die vielleicht, also über ihre Produktion die Schadstoffe, aber andere haben ja hochgradig, ich sage jetzt mal 50er, 60er, 70er Jahre, angefangen von Asbest über Bleiweiß an den Fenstern oder erhöhte Schwefelwerte in den nicht tragenden Mauerwerkswänden und so weiter und so weiter. Das sind natürlich wahnsinnige Risiken, die sowohl mit dem Terrain zu tun haben, als auch mit den Gebäuden selbst. Also das ist, wenn man, sagen wir mal, sensibilisiert ist und sich über die Risiken unterhält, ein ganz wesentlicher Faktor. Ich würde jetzt als Risiko erstmal nicht die Denkmalpflege bezeichnen. Für manche ist es aber auch so eine Art Teilenteignung. Ja, das ist jetzt mein Haus und ich kann damit nicht machen, was ich will. Aber jetzt sind es ja auch nur 1,738% aller Bauten in Deutschland stehen unter Denkmalschutz. Das ist ja was unsere Gesellschaft als besonders erhaltenswert für eine bestimmte Gattung von Gebäude oder für eine besondere Zeitschicht als wertvoll erachtet und sagt, das ist Teil unserer Baukultur. Dieses Gebäude wollen wir als ein Zeugnis seiner selbst erhalten. Und hängt dann natürlich, der Staat tut das, also die unteren Denkmalschutzbehörden bzw. die Fachbehörden, Landesdenkmalamt. Und dann ja, wird der Eigentümer dieses Gebäudes mit einem netten Brief benachrichtigt. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind stolzer Eigentümer eines Denkmals. Und hat dann damit alle Pflichten, auch Rechte, aber sehr viele Pflichten. Und die beziehen sich dann halt vielleicht darauf, was Sie meinten, Herr Gröner, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, wo Sie gesagt haben, Sie haben keine Baugenehmigung bekommen. War das jetzt gewesen, weil Sie keine denkmalrechtliche Zustimmung erhalten haben oder haben Sie keine Baugenehmigung bekommen, weil Sie sichere Wohn- oder Arbeitsverhältnisse nicht herstellen konnten oder warum erhält man keine Baugenehmigung für ein Bestandsgebäude? Aber bei Baugenehmigung bin ich vielleicht noch bei einem Punkt. Jede Bauordnung ist eine Neubauordnung und wir wenden sie teilweise eben an, müssen wir, auf Bestandsgebäude und dort werden dann Standards abverlangt, die eigentlich unangemessen sind für ein Gebäude, was ja schon steht, was auch vielleicht als Wohnhaus genutzt wurde, aber jetzt nicht mehr den Standards für heutige Wohn-, also erhöhter Schallschutz oder irgend sowas. Ja? Also da haben wir angefangen, unsere Hausaufgaben zu machen. Wir werden keine neue Bauordnung machen im Land Berlin, aber wir werden dem Umbau deutlich mehr entgegenkommen, weil das ist ja auch wirklich, es macht ja auch keinen Sinn, vollkommen überzogene Standards zu fordern in einem Gebäude, was schon da steht und auch schon als solches genutzt wurde. Vielleicht von meiner Seite über die Risiken, wenn Sie mich fragen. Ja. Also da muss ich direkt darauf antworten, das ist total spannend. Also wir haben hier ganz viele Architekten und Projektentwickler aus Berlin. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Gründe Bauordnungsämter finden, um nicht zu genehmigen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Anwälte Bauordnungsämtern in unserem Fall schon erklärt haben, dass sie genehmigen müssen und wir haben es dann genehmigt bekommen. Man hat nur manchmal keine Lust. Es ist einfach so, dass natürlich viele Entscheidungen auch im Baurecht am Schluss eine Einschätzungsermessungsfrage ist. Das ist in jedem Verwaltungsbereich so. Und Sie haben leider Gottes in Berlin das Problem, dass wenn Sie einen falschen Namen haben oder ein bisschen arg mit dem Geld in Zusammenhang gebracht werden, dass Sie manchmal schon eine Ablehnung bekommen. Ich habe sogar schon mal jemanden gehabt, der hat Unterlagen verschwinden lassen. Das war der Florian Schmidt, der hat das fertiggebracht. Da habe ich eine Baugenehmigung fiktiv erteilt bekommen, weil er hätte sie unterschreiben müssen, hat sie nicht unterschrieben und ich durfte dann bauen mit Verwaltungsrecht. Also glauben Sie mir, Berlin ist total voller Überraschung. Ich liebe Berlin, auch trotzdem deswegen ist gar kein Thema. Und in dem Bereich, was Sie gesagt haben mit Denkmälern, was den Umweltschutz und was die Nachhaltigkeit betrifft, wird eben falsch gedacht. Wir werden unsere Städte, ob Denkmäler oder Altbauten, niemals energetisch so sanieren können, um CO2-mäßig
wirklich signifikante Verbesserungen zu machen. Wir haben in Deutschland über 40 Millionen Haushalte und wir wollen in wenigen Jahren wollen wir CO2-neutral sein. Das schaffen wir nicht mit Doppelt- oder Dreifachverglasung oder mit irgendwelchen Fassaden. Das schaffen wir, indem wir diese Wohnungen oder Häuser mit CO2-neutralen Energien versorgen. Wasserstofftechnologie, Fernwärme, die CO2-neutral produziert wurde, von mir aus Luftwärmepumpen, wo wir zu viel Strom haben und sowas. Darüber ist es zu machen und da wird der Fokus von der Politik, leider Gottes, mindestens von der Bundespolitik, falsch gesetzt. Es ist völlig Wurst, ob er ein Denkmal hat, der so und so viel Energie braucht. Wenn die CO2-neutral Heizung hat, dann ist es super und da müssen wir ganz, ganz viele Dinge noch geregelt bekommen und dafür Sorge tragen, dass dieses Land in vielerlei Hinsicht neu gedacht wird. Und da ist manchmal der ein oder andere Kinderbuchautor an der falschen Stelle. Jetzt haben wir dazu viel Kritik oder Schwierigkeiten im Bereich der Umbaukultur erfahren. Vielleicht, Herr Spreitzer, an Sie nochmal gewandt. Ja, die Entwicklung vorhandener Standorte bringt ja auch noch weitere Kritikpunkte mit sich. Also was sind die Aspekte Verdrängung, steigende Mieten, vielleicht auch die Frage der Verlust der des Verlustes der kulturellen Identität, ökologische Auswirkungen. Was würden Sie denn aus Ihrer Perspektive Kritikern entgegensetzen? Was ist denn das Positive an der Entwicklung? Naja gut, man muss mit diesen Themen auch verantwortungsbewusst umgehen. Das heißt auch die Menschen mitnehmen. Bei uns jetzt am Beispiel des Behrensufers, das ist eine Industriebrache. Keiner findet das schön dort in Oberschöneweide. Gleichwohl muss man die Bürger auch mitnehmen und denen erklären, was wir dort tun. Wir erhalten auf der einen Seite die Kultur, nämlich den Peter-Behrens-Bau als denkmalgeschütztes Gebäude und ein paar weitere denkmalgeschützte Gebäude. Und gleichzeitig führen wir das ganze Areal in die Zukunft. Das heißt, aktuell kann das Gelände niemand betreten. Wir öffnen das Gelände komplett, es wird komplett grün, es steht allen Anwohnern offen, ganz Berlin steht es offen, der ganzen Welt steht es offen. Das heißt eigentlich ein Areal, wo keiner hingehen konnte, wird transformiert und an die Gesellschaft zurückgegeben. Das ist eigentlich das Stichwort hier. Wir siedeln dort Kunst und Kultur an, Gastronomie, also das soll nicht nur ein Gewerbestandort werden, sondern auch ein Aufenthaltsort. Und da habe ich eine witzige Anekdote, weil Sie ja auch sagten, mit den Denkmalämtern kann es manchmal schwierig sein. Ja, es ist oft sehr viel Überzeugungsarbeit. Wir haben monatelang darüber diskutiert, weil ich habe ja gesagt, Grün ist uns sehr wichtig. Wir haben Dachparks, die begrünt sind, intensiv begrünt und wir mussten jeden Strauch, der oben ist, mit dem Denkmalamt abstimmen, damit die Sichtachsen auf dem Peter-Behrens-Bau von was weiß ich wo nicht, von Erkner, ja, dass man den noch sehen kann. Und wir haben diskutiert, die haben gesagt, das ist ein versiegelter Industriestandort. Wir dürfen den nicht wieder sozusagen renaturieren. Und das hat echt Diskussionen gekostet. Da fragst du dich, was ist dir mehr wert? Umweltschutz, ja, oder ein versiegelter Industriestandort? Das sind dann manchmal so Sachen, wo dann Denkmalschutz und Entwicklung im Spannungsverhältnis steht. Aber da muss man auch die Leute mitnehmen und auch Lösungen finden. Und das gelingt uns meistens sehr gut, weil, wie gesagt, das nützt ja nichts. Ich habe ein Denkmal, aber ich kann es nicht nutzen, weil es muss ja wieder einer Nutzbarkeit zugänglich gemacht werden. Und das sind so die Herausforderungen. Und wie gesagt, gleichsam eine behutsame Entwicklung unter Mitnahme der Anwohner und eben auch die Perspektiven aufzeigen, was da wieder geschehen kann. Wenn man aktuell dahin geht, ist eine reine Industriebrache, die jetzt eigentlich wieder wiederbelebt wird, aus dem Dornröschenschlaf wieder erweckt. Dankeschön. Herr Grüner, Sie zucken schon die ganze Zeit das Mikrofon. Ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen und bezahlbar ist eine gesamtgesellschaftliche Frage und Aufgabenstellung. Die wird kein Projektentwickler in Berlin und auch die ganze Horde von Projektentwicklern in Berlin nicht lösen, wenn wir nicht einen Masterplan entwickeln, der sich das zur Aufgabe macht. Und deswegen brauchen wir hier keine Diskussion darum, ob er jetzt Wohnraum schafft, möglicherweise, den sich nur wenige leisten können, oder wir irgendwo ein Haus sanieren, an dem Ende die Miete so hoch sein muss, damit sie es finanziert, wo vielleicht Menschen mit mittleren oder kleinen Einkommen nicht mieten können. Das tut uns Familienväter, wenigstens ich bin einer, sehr weh, dass wir in einer Stadt leben, in der wir sehen, dass selbst unsere Kinder sich unter normalen Umständen nicht mehr eine Wohnung leisten können und wir selbst als Väter, die die Möglichkeit haben zuzuschießen, dann sehen, wie unsere Gesellschaft zerrissen und sozusagen gespaltet wird. Die Gesamtaufgabe bedeutet doch gerade in Berlin mit diesen Flächenpotenzialen, dass wir zum Beispiel unsere Autobahn über
decken könnten, dass wir kleine Teile von Tempelhof bebauen könnten. Ich fliege mit Ihnen im Hubschrauber über Berlin und wir finden innerhalb von einer Viertelstunde so viel Bauflächen und Verdichtungsflächen, ohne irgendjemand was wegzunehmen, dass wir 200.000 Wohnungen dahin bauen. Das ist überhaupt kein Thema und der Wette, der halte ich stand. Und ich habe der Frau Jarasch, wie die noch was zu sagen hatte, einen kompletten Plan rübergeschickt, Überdeckung der Autobahn, 60.000 Wohnungen, 50% frei finanziert, 50% gefördert, CO2-neutral. Glauben Sie, da hat jemand nur über diesen Plan mit mir gesprochen. In Bonn, das Verkehrsministerium hat mit mir darüber gesprochen, hat gesagt, machen wir, kein Problem, wir geben die Strecken her. Ihr müsst nur alle 400 Meter ein Loch machen wegen dem ICE und so, der da durchfährt. Die Politik ist überhaupt nicht interessiert, Lösungen zu finden in diesem Bereich, sondern da wird eben gerne damit gespielt, dass da eine Not ist. Das will ich jetzt der neuen Regierung nicht unterstellen, aber die Politik tritt nicht an, um einen Masterplan mit allen gesellschaftlichen Kräften zu organisieren, der die Wohnungsnot löst. Und da können wir so viel Denkmäler sanieren und so viele Retentionsflächen und Entsiegelungsmaßnahmen vornehmen. Da braucht es einen Plan. Dann machen wir es doch so. Ich muss nämlich zum Abschluss dieses Panels kommen. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Plan stricken. Zu dritt, Sie. Die Frage nämlich, ist die Weiterentwicklung alter Berliner Industriegebäude bereits erschöpft oder gibt es denn da noch Potenziale zur Weiterentwicklung der Stadt und zur Entfaltung auch der Umbaukultur? Ganz kurzes Blitzlichtstatement, was würden Sie sagen? Also es ist ganz klar dokumentiert, dass innerhalb des S-Bahn-Ringes keine Brownfields oder Industriedenkmale mehr da sind. Jenseits, und das ist ja auch schon passiert bis nach Spandau, als Werder, ich weiß nicht wo überall hin, es gibt noch Potenziale, aber natürlich nicht mehr so üppig, wie es dann nach der Wiedervereinigung war. Und Herr Gröner, Übertreibung macht anschaulich, so würde ich jetzt mal Ihre Statements, zumindest die letzten beiden, versuchen zu beschreiben. Aber vielleicht können wir uns zu diesem Gespräch nochmal gesondert verabreden. Dankeschön. Schauen Sie nicht nur auf die Brownfields, schauen Sie alte Bürogebäude an, schauen Sie Restflächen an, die in jeder Couleur da sind. Möglichkeiten aufzustocken. Ich glaube, Berlin hat noch richtig Potenzial. Ja, da gibt es Probleme, Deckenhöhen müssen stimmen und so weiter. Die Statik muss überprüft werden. Aber ich würde sagen, da gibt es noch ganz schön viel Potenzial. Das wird nicht immer einen schönen Klinkerstein draußen haben. Das muss vielleicht erst mal entkernt werden. Aber ich würde sagen, wenn ich so mit den Augen eines Bausachverständigen durch Berlin gehe, da findet man noch ganz schön was. Ja, danke schön. Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, Bauen im Bestand ist jetzt so ein Buzzword geworden. Jeder stürzt sich da drauf, aber das ist tatsächlich nicht die Lösung. Es gibt Gebäude mit Potenzial, aber das sind beileibe nicht so viele, dass es wirklich helfen würde, gerade jetzt im wohnwirtschaftlichen Bereich. Also denke ich auch, andere Flächen identifizieren, nachverdichten, vielleicht mehr in die Höhe bauen. Ja, das ist ja auch so ein Thema, wo man dann mehr Fläche schaffen kann. Das sind eigentlich die Sachen, wo man wirklich die Themen lösen kann, die uns gerade angehen. Ja. Vielen Dank. Wegen der Verdichtung möchte ich Berlin noch eines mitgeben und den Ökologen. Kennen Sie die CO2-effizienteste Stadt der Welt? Es ist Hongkong, das so bunt leuchtet. Wieso? Weil es so verdichtet ist. Sollte man mal in Berlin drüber nachdenken. Okay, wir haben von vielen Potenzialen noch gehört. Ich bedanke mich bei Ihnen dreien und damit auch nochmal einen ganz herzlichen Dank von Ihnen für unsere drei Panel-Teilnehmerinnen. Wir kommen damit zum Abschluss. Dankeschön. Danke an Sie.